Na gut. Penny, wärst du vielleicht selber? Ich sehe, du hast ja Schutzausrüstung an, das hat ja alles gut. Oh, meine Schulter tut voll weh. Ja. Aua. Also, so schön abräumen mit dem Quad habe ich auch noch niemanden sehen, bin ich ganz ehrlich. Ich auch nicht. Ich wusste gar nicht, dass es das geht. Das sah super aus von hinten, muss ich zugeben. Betty, dir geht's gut, ja? Ja, ich bin okay. Noch vom Boden gekippt, dass das okay. Seite ist. Das ist erst einmal okay, zur anderen gut. Seite geschlingert und dann bin ich zur anderen Seite runter. Ja, das ist gut, da bist du nur plumps gemacht. Okay, kann dann einer von euch beiden da unten, ich glaube, Nascha geht's auch nicht so gut, die sitzt da auch noch rum. Könnte einer von euch beiden noch mal schauen? Da unten? Hier. Nee, hier, hier oben. Ich weiß nicht, ich glaube, sie ist dann noch ins Quad reingefahren, glaube ich. Oh. Die Dame mit dem pinken Helm. Nascha, alles gut? Ja, Sean hat mich nur ein bisschen vom Motorrad runtergeschubst. Okay. Vom Motorrad runtergeschubst. Ja, also quasi ist mir hinten reingefahren und ich habe mir dann versucht, zur Seite abzurollen, damit nichts weiteres passiert. Wo soll ich mein Motorrad hin? Sehr schön. So, irgendwo irgendwelche großen Schmerzen? Da sind wir ja nicht weit gekommen, Leute. Wir sind nicht weit, gekommen. Ja, alles super soweit. Ich habe ja auch extra lange Sachen angezogen. Ja, naja, Schutzkleidung sieht man ja. Denkt, da wird vielleicht ein blauer Fleck oder zwei da sein und dann wird das, denke ich, soweit gut sein. Glaube ich auch. Sehr schön. Wir sind nicht weit gekommen. Aber so, bei euch soweit. Geht's dir auch gut? Ja, ja. Bist du auch umgefallen? Nee, Natascha bereitet vielleicht mal. Ja, aber dass dieses, dass dieses Quad einfach in echtes nicht besteht, was war das denn? Also so steil war die Kurve jetzt auch nicht. Ich bin nicht alleine drum, also ich nicht. So steil war die Kurve jetzt ehrlicherweise auch nicht. Ja, ich hab... Der Quad ist auch wieder oben. Danke. Du kannst halt mit Quads nicht wirklich gut bremsen. Ich glaube, das ist tatsächlich... Nee, also irgendwie hat das Ding den echtes nicht bestanden, das ist das Problem. Witzigerweise habe ich noch will sich jemand bei mir mit draufsetzen? Witzigerweise habe ich zu Paddy noch gesagt, dass ich uns umfallen lasse. Ich habe es noch kommen sehen. Ich habe es gehört und Paddy, gesehen. Da kommt doch ich einer genau von euch bei mir mit drauf. Okay, Paddy fährt. Ich fahre nicht mehr. Ja, ich kann auch noch eine. Wo ist eigentlich mein Motorrad? Oh Gott, was zum Teufel? Okay, Jetzt wird's aber anders. Alles gut? Ist nicht ja, ist nicht passiert. Ist nicht, das war Ansichtssache. Alles gut. Ist ja, mein, wo ist mein Motorrad? Da unten ist meins. Das könnte meins sein hier, oder? Ich glaube, Sarah sitzt auf meinem. Also egal. Was schon. Hauptsache irgendein Motorrad. Gut, der Tank ist halb leer. Wir sind noch nicht weit gekommen, würde ich sagen. Ja, der Doc kommt gleich und holt uns wieder ab hier. Na, ich lasse. Wo ist Dom eigentlich? Ja, schon da unten. Ich habe ihn gerade angerufen. Oh Gott, die sind natürlich einfach... Nee, die waren ja vorher. Die haben es ja nicht gesehen, was da passiert ist. Also, ich habe sie schreien hören, bis sonst wohin. Ja, aber Dom scheinbar nicht. Und den Abgang habe ich auch gesehen, der war wunderschön. Das liegt aber an meiner Stimme, die ist sehr prägnant. Ja, ein Hamster verschluckt das auch. Ja. Ja. Sollen wir weiter? Ich glaube, wir sollen weiter. Wo ist der Doc und Lola? Ja, die sind weitergefahren. Der Doc kommt und holt uns jetzt hier ab. Die haben das nicht mitbekommen. Die sind schon irgendwie weg. Die kommen jetzt nochmal her. Starke Sache. Einfach halbe Gruppe nicht da. Fahren weiter. Ja, sonst... Gibt ja nur einen Weg, wa? Oh, tatsächlich nicht, es geht hier rechts oder links lang. Ich hab aber auch nicht gesehen, wohin. Ja, ich auch nicht. Das linke Türchen. Ja, also ich denke, wir müssen links rum, aber wir warten einfach kurz. Sieger. Wie weit sind die denn gefahren? Ja, wahrscheinlich bis zu dem Moment, wo du angerufen hast, das waren ein paar Minuten. Witzigerweise ist denen gar nicht aufgefallen, dass keiner mehr Minuten. Da ist. Bist du nicht einmal umgedreht? Ja, ich habe gerade angerufen und habe gesagt, wo seid ihr? Und dann, wo seid ihr? Ja, toll. Ja, die drei von der Gruppe sind nicht dabei. Super aufgepasst, würde ich sagen. Also, richtig nicht einmal umgedreht. Das will ich. Ja, scheinbar also, nicht. Erzieher werden die nicht, so. Oha. Der Kinder vergessen, ey. Ja, was denn? Das ist bei mir Berufskrankheit. Ja, alle zwei Sekunden einmal gucken, ob alle Kinder noch da sind, wirklich. Ja, richtig. Also. Sind sie. Ja, dir fällt ja gut auf, dass deine halbe Gruppe fehlt. Ja, es ist nicht nur die halbe Gruppe. Ja, fünf Achtel oder so. Ja. Zumindest haben wir schon was entdeckt. Ja, toll. Ja, klasse. Ja, ohne uns. War, dass super. Die nicht unbedingt fallfest sind. Schau, pass auf, ja? Zu zweit ist was anderes offensichtlich mit dem Quad.
Wir sind mit die nicht weit gekommen, das wird nichts mit 21 Uhr. Oh! Nicht einfach bremsen. Bitte nicht einfach bremsen. Fahrt vorher einfach. Ihr seht die anderen gleich. Oh, wie schön! Bitte an der Seite parken. Genau, nimmt irgendwie ein Stück Zucker. Okay, passt, passt, passt. Sehr schön. Oh, danke schön. Hat wirklich nicht einer von euch mal nach hinten geguckt? Nicht einer? Nee. Wirklich? Leute? Leute, ich bin einfach samt Quad umgefallen. Ich hab's gesehen, aber wir haben großartig. Schon überlegt, ob du's ja, sie war. Sehr schön. Alle sind nur um die Ecke an dem Punkt. Ich dachte, ich krieg das auch hin, aber ich hatte Paddy ja noch drauf, also hatte ich einen anderen Schwerpunkt und das wusste ich nicht. Und dann platsch. Willst du jetzt gerade sagen, dass Paddy fett ist? Nein, ich bin fett. Hat sie nie behauptet, hallo. Hat sie nie behauptet. So. Leute, habt ihr eure Stimmchen heute alle mal ein bisschen geölt? Seid ihr alle gut drauf und gut dabei? Nee. Ja. Ja. Wenn ich noch zweimal Quad fahre, dann bin ich vermutlich ja, auch schmerzlich. Dann bist du gut drunter. Vielleicht auch, dann bin ich... anstrengend. Wisst ihr, ihr müsst mir jetzt das mitmachen, weil das Wichtige ist an so Tagen wie heute oder um Uhrzeiten wie diese zur, so nennt man so schön, goldenen Stunde, dass man der Göttin Alamo ein bisschen was weiht, ne? Alamo! Das bedeutet, Göttin Alamo. Nein, das müssen wir schon zusammen machen. Oh, sorry. Ihr dürft euch jetzt zusammen ein Lied aussuchen, was ihr zusammen anstimmt, was ihr der Göttin widmet. Gottes Willen. Ja, hatte eben ja schon einer Country Roads angesprochen. Oh, nein. Ich bin immer noch für bei American Pie. Fahr nochmal da hoch. Ich bin immer noch für Laila. Laila. Ich bin nicht für Laila. Laila. Ich bin auch gegen Laila. Ich bin auch definitiv gegen Laila. Ich bin für Laila. Also ich bin für, der Zug hat keine Bremsen. Also. Summer of 69? Ihr müsst euch auf ein Lied. Es muss doch was sein, was wir singen können. Was für Summer of 69, Alter. Also, Country Roads kann doch eigentlich jeder, oder? Na klar. Also ich bin für den Zucker keine Bremsen, ne? Nein, Drago. Ich steck schon mal oben die Fußabdrücke und die Code und die Sekrementen. Wir machen was anders. Ich mach was vor und ihr macht es nach. Okay. Oh ja, das ist am besten. Shit. Okay. Okay? Ja. That's my shit. All the pretty girls gonna love it. Yeah, around my back, and it's got okay, jetzt seid ihr aufgewärmt. Jetzt seid ihr bereit für die Game Shit. Ja, let's go. My shit is banana. B-A-N-A-N-A-S! Shit! Bye! Bye, Miss American Pie! Das ist schon sehr gut alleine! Wir sind voll dabei! Wenn wir so weitermachen, dann kommt ihr da gleich aus dem See raus. Und nimmt alle mit! Ja, das ist alle um. Also, ein letztes Mal noch. Einmal noch aufpassen. Okay. Oh nee, das kann ich nicht machen. Das ist das jetzt eigentlich an dem ja, klang perfekt. Ja, klang perfekt. Ja. Jetzt. Ja, was soll ich sagen? Ich hab doch gesagt, das klingt komisch. Oha. Oha. Meine Brüder! Ein Squirtle! Ist das Nemo? Das war ein Eichhörnchen. Ich glaub, das war ein Waschbär. Was? Warte mal. Sag mal. Oha, zusammenbleiben. Oh, was ist da los? Alles ruhig, alles gut. Don hat wieder Hunger. Fressen zuerst die Leute mit stinkigen Füßen. Ne, Pierre? Ja, scheiße. Zumpt da verständlich. Ja, bleib da ruhig. Ne, wir haben jetzt hier. Hier unten sind große Fußabdrücke, vermutlich von Littlefoot bzw. Bigfoot. Und oben sind auch noch sekrementierte Fußabdrücke. Könnt ihr gerne mal untersuchen. Ich hab ein bisschen Gips dabei, könnt ihr auch selber mal einen Fußabdruck nehmen, wenn ihr wollt. Leg euch das Zeug dahin mit dem Eimer und alles so. Ja, danke dir. Einfach ein bisschen Wasser rein in dem. Auf den Gips voll. Sehr gut. Leg euch einfach mal gleich ins Wasser. Ich hab
Kacke gefunden! Du sollst auch dein Gesicht voneinander reiten. Scheiße, ich hab mich mit eingegipst. Pack die Kacke da in den Beutel rein am besten. Okay. Ruf ich mal kurz raus hier. Einfach jetzt ein paar Spuren sichern. Okay. Schaut euch ein bisschen um, vielleicht findet ihr noch ein paar Haare oder irgendwie sowas. Ich guck hier mal. Paddy eingipsen. Aber nicht zum Eingehen und vorsichtig. Da vorne ist ein Wasserfall. Musst du aufpassen. Vorne ist ein Wasserfall, okay, nicht da nach da vorne gehen. Ja, der ist da vorne so kleiner. Nimm den hier, warte, der sieht gut aus. Der sieht gut aus. Warte, ich hol den kurz an und du schüttest den rein. Jawohl. Ich hab auch Leuchteschuhe. Soll jetzt reingießen. So, reingießen damit. Zacker. Ja, ja. Drück mal drauf. Puste mal. Puste mal. Und klappt's bei euch. Ich hab bei dem anderen Zelt sind auch noch Sekremente und Fußabdrücke. Oh, Mama, fuck. Seid ihr schon trocken? Die Spielverderber da oben. Das ist so ein Schnellgips. Oh Gott. Ja, das ist so ein Schnellgips. Ja, ja. Oh, guck mal. Der geht schon raus. Ach, ja. So weit weg. Ja, ja, ist. Ja, na, wir sind die Chefs und deine sind außer Sean. Sean macht mit. Nimm mal kurz das und Messer Liam, nein, gut, Liam ist kein Chef mehr. Du das mal hier rausschneiden. Ja. Ja. Zack. Na, die zack, zack. Das ist gut. Zack. Mach's noch ein bisschen sauber. Die Wesen, ich muss mal gerade die Fußabdrücke nehmen. So. Ja, schaut auch gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, es liegt aber daran, dass die meisten Sachen haben. Schaut zwar nicht so wie Fuß aus. Das sieht aus oder so. Also, ich sage euch eins, der schaut nicht wie ein Fußabdruck aus. Warum was ist das? Beim Bleigießen, was wir hier machen, ne? Nee, ja, ich weiß nicht, was das ist, aber der Fußabdruck ist da, glaube ich, nicht mehr. Warum, was habt ihr denn? Brauchst du wieder deine Aloe Vera Creme? Was? Was? Aloe Vera? Wer auch was? So. Ja, das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen als Souvenir. Ja. Ich pack das einfach hinten im Rucksack rein. Ja, ich pack dir das hier rein. So. Zack. Das verbrucht das Plätzchen. Ich reise die das machen, zack. Genau, nehmt ein paar Souvenire mit. Vielleicht findet ihr noch ein paar Haare oder sowas. Ja, hier, Liam, pack einfach den Rucksack hier. Pass schon. Vor allem Haare sind an die Baumstämme dran, die ja, kratzen sich gerne mit dem Rücken an die Baumstämme. Okay. Ja, schauen wir mal hier so einen Baumstamm. Ja, kratz dich doch mal dran, Liam. Ha? Schubber dich doch mal, das ist bei der Bär. Komm schon. Jawohl. Ich sehe dich da schubbern. Jawohl. Ja, ja. Oh, schubber, ja. schubber. Also, der Bär hat ja vorher gemacht. Das ist gut. Das war sehr gut. Das war sehr gut. Sehr gut, das hat vorher gemacht. Also, das fühle ich. Also ich würde sagen, ne, Liam hat sich dran geschuppert, ist jetzt sein Bau. Ja, ist jetzt meiner. Ja. Komm ich jetzt jeden Morgen hierher. Ach du Scheiße. Ja, ciao. Ah, gut. Auf Wiedersehen. Ich glaube, das hat ihm jetzt nicht so gefreut, dass du dich an seinen Baum schupperst. Jo, Liam hat auf jeden Fall Bigfoot verärgert, indem er sich an den Baum geschuppert hat. Großartig. Ach genau, raus du da. Wir auch mal ihn, er war's. Alles gut. Toll, cool. Liam. Toll, wirklich. Weißt du, bist gerade eben mal gut gesonnen auf uns und jetzt das. Wegen dem müssen wir alle Gott, sterben. Ne? Vielleicht sehen wir ihn dann eher. Wenn er sauer ist. Na klar. Das ist eine gute Idee. Ja, genau, mach ihn einfach noch saurer, Liam. Okay. Einfach alle nochmal an den Baum schubbern, ne? Ah ja? Ich hab echt gut getan. Ich kann nicht verstehen. Findet sich jemand, der dran pinkelt, oder? Wie ist das? Haust du dich eh nicht? Halt mein Bier. Alles klar. Hol mein Bier. Na, los, Jax. Okay, sag Jax, hallo, jetzt keinen Rückzieher los machen. Ich hab dein Bier schon gehalten. Komm her. Los, ab. Sean? Sicher, meinst du? Viel Spaß damit. Ach nee, Sean war der Klogänger, ne? Der ist noch nicht wieder da. Doch, da ist er doch. Der Klogänger ist wieder da. Ich hab gerade einen spirituellen Moment. Ich hab auch gerade einen spirituellen Moment, Sean. Seit wann nimmt Dami Drogen? So Fruchttiger, bitte. Ich hab voll das Pappmaul. Ja, gerne. Oh ja, Fruchttiger! Herr Fruchttiger, jetzt an den Baum pinkeln! Ja. Traust dich! Ich glaub, Drago kriegt auch gleich einen spirituellen Moment. Er muss Pegel halten, offensichtlich. So, ja, kein Problem. Ich war doch gerade schon. Oh Mann. Unangenehm. Wo sind sie denn? Aber jetzt verstehe ich, warum bei sowas immer. Natürlich. Medics dabei sind, ja. Aber jetzt verstehe ich, warum bei sowas immer ein Medic dabei sein muss. Ich weiß nicht, was du meinst. Offroad-Touren wäre dann schon nicht verkehrt. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Nee, chill doch.
Klar, der aktuell ist er nur hinter dir mehr, ist alles gut. Ich sehe schon, ne? Der kommt, danke schön. Ich sehe schon, der kommt ums Eck. Mirella schreit dir erstmal, das soll seine Baseline schön. Ach, das ist Mirella. Ah, jetzt wissen wir endlich die Namen von ihr, ohne zu fragen, sehr gut. Das ist Mirella. Die ist nämlich, ne, Paddy? Irgendwas kommt nur von uns zugerannt, Mirella steht da. Chill, erstmal deine Baseline. Ah, so lange der Doktor. Erstmal ganz ruhig. Muss man sich erstmal keine Sorgen machen. So, bitteschön. Komm runter, hier ist 30. Mann. Hey Mann, zu 30. Wild. Bist du Single? Der Doc läuft gerade weg. Ich glaube, der will das Zelt aufbauen. Okay. Ach stimmt, da oben waren wir jetzt gar nicht, ne? Bitteschön. Geben sich voll viel Mühe und die anderen machen nicht mit, das ist ganz schön frech. Huch. Da wird meditiert. Was noch mehr ein Fruchtiger. Oder irgendwas. Ja, nö, nee, danke. Oh, gib mir ein T-Shirt. T-Shirt. Was war denn das? Das war ein T-Shirt. Das war das Kind von Littlefoot. Littlefoot. Oh, auf Taxi getreten. Bitteschön. Wow. Danke. Ja, dann klatsche ich mir das Ding mal direkt in den Helm. Perfekt. Ja. Hast du noch einen Tuch für mein Visier? Da klebt Fluchttiger dran. Weiß nicht. Ja, bitteschön. Ah, danke schön. Nicht dafür. Wollen wir weiter? Oder wollt ihr noch ein bisschen euch umschauen hier? Nee, wir können. Perfekt, dann würde ich euch die Maschine wieder an. Und die Quads kann ich euch auch anmachen. Ja, Zeit zu gehen! Warte, ich muss bei Shaw bleiben. Das ist mein Quad. Ja, der kommt eh näher. Also, ihr habt's ausgemacht, okay. Also, wirklich. fuck, wo ist meins? Ach, hier. Schau dir die Maschine an. Röst dich an. Na? Warte mal, hier stehen jetzt 5 Leute für 4 Motorräder, das passt irgendwie nicht. Will jemand ein ATV tauschen? Nein? Cool. Warum, was willst du machen? Nee, doch. Doc, ist das hier nicht von uns? Doch. Kann sein, dass es nur eins ist, was wir privat gekauft haben. Danke, Doc. Ending. Das ist meins, ja, das ist privates. Wir geben sie voll Mühe. Ey, Bruder, friss mal Staub! Oh Gott. Ja, ich kann's mir nicht mehr aus dem Kümmel, Alter. Jax, ey. Jax, bring noch mal ein bisschen frischen Wind, glaube ich, bei deines hier rein. Wieder jemand Pflanzen in der Spalte, ne? Ja, wie soll die denn? Aktuell sehe ich nur Motorräder. Wo sind die ganzen Quads? Ah ja, okay. Kommen. Machen wir mit dem DJ auch mal, ne?
Das ist echt schön hier. Vor allem, ne, wenn die Sonne hier gerade so untergeht, mit dem Wässerchen nebenan und so, mit dem kleinen Fluss da. Schon schön. Schon schön. Ich glaube, wenn ich so nichts sehe. Ja, klar, oder? Ich muss mich leider voll konzentrieren, jemanden reinzufahren. Das ist wirklich anstrengend, wenn man jemanden hinterherfährt. Vor allem, wenn es dann auch noch mehrere sind. Das ist wirklich ein bisschen anstrengend. Es tut mir leid, ich muss mich gerade echt voll konzentrieren. Deswegen bin ich gerade ein bisschen stiller, als man es vielleicht gewohnt ist von mir, oder? Eine Labertasche. Böse Zungen würden behaupten, so ist es besser. Wow, okay. Ab jetzt nur noch hier, ne, GTA-Sounds und In-Game-Voice, ja? Viel Spaß. Große Schuld, sag's nur. Prisma, magst du das in die Ankündigung schreiben? Ab jetzt nur noch, ne, Dingsi-Wumsi und große Schuld, bitte. Das ist wichtig. Schreib's am besten davor. Als erstes große Schuld, Doppelpunkt. Kein Stream-Talk mehr, ja? Nur noch RP. Ab jetzt. SMS, wirklich. Will ich sie halt lesen? Ich werde SMS lesen, ne? Ja, jetzt schauen wir mal, dann mal die abschließen. So. Ja, voll dumm. Ihr merkt schon, es hat nicht lange gehalten. Mit dem, ich rede nur in-game und sonst was. Ja, ich spiel mir zu. Achtung, es wird eng. That's what she said. Oh, Nascha. Gott, Nascha. Oh Gott, will. Nascha. Gott, was machst du denn da? Oh mein Gott. Wir machen Spaß auf der Freecrawler. Der perfekte Freecrawler. Absolut. Ja, die Medics kennen sich aus, wa? Sehr gut. Ja. Perfekt, wir haben jetzt Zug geschaffen. Tschu-tschu. Also, wenn Fotos machen. War diese liebevolle. Ihr könnt schnell absteigen, könnt tolle Fotos machen hier. Aber wollen wir hier Fotos machen? Ja, sehr gerne. Fotos? Naja, steckt ab einfach, macht ein paar Fotos. Schaut, dass er einfach nicht vor der Brücke stürzt. Können wir nur noch hier nehmen. Achtung, Bruckner, pass Bruckner, auf! Bruckner, ja, ist okay, Mira, da bleibt ein Meter weg von allem. Ist nicht zum Empfehlen, runterzufallen. Wow, das ist echt wunderschön hier. Ja, mach mir ein paar schöne Fotos. Holy shit. Ah, das ist wirklich wunderschön. Ein bisschen früher hätte man noch den Sonnenuntergang mitgenommen. Aber so geht's auch noch. Was für eine Aussicht. Holy shit. Kopfmodo! Ja. Also, macht schöne Fotos. Oh ja, könnt ihr auch machen. Ja. Kommt nochmal alle für ein Gruppenfoto. Kommt alle her! Ja. Aber bleibt ruhig, bleibt mal schön. Ah, fast runterfallen. Was sehe ich, Dick? Aber falsche Richtung. Also mir macht diese Brücke Richtung. Ein bisschen Angst. Nicht nur ja, dir. Also, Paddy hat schon wieder Angst um seine Hände. Wir sind runtergefallen, ist alles kein Problem. Paddy, ihr habt da schon mal mit Waschbirne oben gekämpft, da ist jetzt eigentlich alles gut. Ja, dann bist du ja gut. Ich setz mich hier hin. Vor
immer landet er weich, da unten ist aber Wasser. Ja, und Steine. Ja, Stein ja da musst du ja richtig landen. Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ah, ja, warum? Ah. Bitte lass es. Auf damit. Hilf mir. Ah, hilf mir. Was ist denn mit Hasen los? Was genau? Oh, Entschuldigung. Ich stell mich einfach hier unten hin. Hey. Irgendjemand müsste am besten von der anderen Seite Fotos machen. Ja, komm, machen. Ich mach Foto von euch. Total ja, cool. Komm her. Ich bin so dick geworden. Jetzt raff dich. Warum schneit sie denn so? Mann. Bist du sensibel? Nur sonntags. Merkt man. Ey, warte mal. Ich zieh mal kurz meine Sonnenbrille um. Hallo, bereit hey. Ich bleiben. Alles fahr weiter. Gar nichts. Komm mal weiter. Komm mal weiter. Alle mal Bigfoot sagen. Ihr werdet. Bigfoot. Das ist Quatsch. Bigfoot. Ah, komm runter, Zementa. Ja, sehr schön, sehr schön. Wow, klasse, ihr seid richtig gemodelt. Super. Wow. Achso, warte, wir modeln dürfen. Warte, hätte ich ja ganz anders. Guck mal, so hier, der Denker. Und, Wort von und, mir ist Footmodel. Wow. Mirella, zu spät. Oh Mann, oh. Nein, die kommt morgen schon. Hab ich gehört. Welches Wandel ist das? Was da waren wir da? Ja, 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 ja. Der Sandtag. Stimmt. Wir sollten uns ein bisschen beeilen, wir haben nicht mehr so viel Sprit. Voll gut aufgeholt. Echt ziemlich cool. Wo ist denn diese Brücke? Ah ja, okay. Muss mir merken. Das ist echt eine schöne Aussicht. Okay, Sägewerk, ja, ja, ja. Schalase. Zum Rennen. Da müssen wir warten. Ich glaube, da hinten warten wir uns wieder ein bisschen. Also. Wir sollten sowas öfters Medics machen. Oh ja, glaub, wir haben die verloren. Wir haben die Medics verloren, wir gehen das. Ich such's nicht mal schnell. Wir sind auch noch nicht alle da, oder? Sarah fehlt? Oh, Entschuldigung! Oh Gottes Willen! Ja, danke dafür, Alter. Ja, gerne! Deswegen sind die Medics auch noch nicht da, weil die letzten noch nicht da sind. Gut, dass ich glaub, die haben das abziehen, ich jetzt nicht ey. Sind die Schienen weitergefahren vielleicht? Gott, das wird ich knapp... Ich kann jetzt mal nee, immer Bock auf jeden Fall. Kurz arbeiten. Auf jeden Fall. Naja, stimmt. Jake muss ja noch Geld bezahlen. Viel Spaß, dankeschön. Und... Hey Harriet, ich schicke dir einen Konto mal für die Weile. Bin dafür, wir kaufen uns allen eine Manches und machen das jeden. Einmal in der Woche. Wäre ich für. Dann rufen wir einmal Marv an, hoffen, dass der die Tür gleich aufmacht. Wir kaufen uns einfach. Teuerwerder und machen das. Hey Marv, ich wollte nur sicher gehen, dass irgendwie so Viertel von neun oder so jemand da ist und die Tür aufmacht. Ja, genau, was heißt hier, Mark, oder? Schick dir irgendwie ein Rohr, ich muss auf Klo. Ja, alles klar. Ciao. Bitte einfach alle auf beide ziehen. Danke. Wozu? Kundenberatung. Ja, hallo Norden. Luke? Das musst du schon anfangen können. Ja, richtig, richtig. Drago und ich sind auch letztes Mal mit dem Strider zur Besichtigung gefahren. Staub. Oh Gottes Willen! Sex! Was ist los mit dir? Der Zentral ich hab Entschuldigung! Der Zentral nie unter Kontrolle.
Also, mir knurrt der Magen und das Benzin ist gleich leer. Ich weiß jetzt nicht. Ich komme auch immer von unten. Ich glaube, die haben die Abbiegung verpasst, oder? Ja, haben sie. Okay, spannend. Wo kommt ihr jetzt her? Ob das mit dem ATV auch geht? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich muss bald tanken. Jo, Dito. Ja. Ja, halt auch. Ja. Also da die Motorräder und Quads immer gleichzeitig an- und ausgemacht wurden, ja, gehe ich fest davon aus, dass es bei allen so ist. Es sei denn, es war irgendjemand nicht vollgetankt, weil der wird gleich stehen bleiben. Was? Jetzt ist wahrscheinlich die beste Möglichkeit, tanken zu gehen. Ich glaube nicht, dass wir nochmal näher an Palito. Ah, ganz kurz, also Telefon. Also geländetauglich ist aber. Ist wieder irgendwas passiert, Leute? Oh, ich fahre ganz Zeit ohne Helm. Sag doch was. Ich hab den vorhin abgenommen für das Bild. Oh, lol, lol, lol. Sind jetzt eigentlich der Doc und die Medics weg? Das ist ja perfekt. Naja, der Doc sucht die Medics. Ne, die waren hinter uns. Ja, offensichtlich nicht. Testen. Ich gebe mein Bestes. Ich müsste sonst demnächst auch noch mal pinkeln, also so richtig in echt pinkeln. Da sind sie! Jawohl! Ja, wir hatten zwei Ausreißer, die wollten tanken gehen. Ja, ja doch, wir müssen auch mal tanken. Aber wir müssen tanken. Ja, da wollten wir hinfahren, aber wenn die mal ausreißen. Wollen also tanken gehen! So, wir fahren jetzt tanken. Wunderbar! Truppenausflug zur Tankstelle, klasse! Super. Oh Gottes Willen. Alles kloppt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, nein, nicht Leute einfach verschwinden hier. Oh Gott. Da habe ich immer so Schiss vor, dass Leute plötzlich wegsinken und dann plötzlich in mir landen. Also ich habe das Gefühl, die unterscheiden sich jetzt nicht so sehr, die beiden Motorräder. Ding ist halt, wir müssen eh das, den Motor ausmachen. Okay, kann mir einer mal erklären, warum ich gerade einfach nach links gezogen habe? Um jetzt vorsichtig zu danke. So. Warte, ich muss euch nicht die Dinge abmaßen. Hey Doc? Ja? Ja, ausmachen und wieder anmachen. Geblieben. Oh. Wer ist liegen geblieben? Einfach bei Paleto vorne. Kein Benzin mehr? Nee, ich denke, der ist ausgegangen. Also, alles gut, ich... Pierre ist bei denen, die warten kurz auf den und kommen dann hier hin. Ich habe hier einen Kanister nur dabei, so ist nicht. Ich mache. So. Ich hoffe nicht. Ja? Ach so. Nee, alles gut. Ja, aber dann hat er gesagt, ihr fahrt tanken oder so. Schöne Frau. Na, schöne Frau. Kurz warten. Alles schick. Genau gepasst. Wir sind undercover. Läuft irgendwo Motor? Sind wir undercover? Ja, wir sind undercover, schön. Ja. Oh, okay. Ich geh mal kurz, eine kleine. Na, hässliche Frau? Ja. Das ist besser? Ja. Wir müssen eh meins zwei Tappen tanken, weil hier sind nur 6er Säulen. Ach. So, jetzt! Mach den Kraken Zapfsäulen! Ja, tank dir mal, ich such die anderen. Die
Sind die alle Benziner? Alles Benziner. Hier steht auch nicht das Kennzeichen. Keine Ahnung, welches mein Motorrad ist. Moment. Ich hab immer noch nicht. Warte mal. Ich zeig einfach mal. Ja, weg, warte, ich gebe dir den Schlauch wieder. Ja, das Problem ist, ich darf nicht. Warum darf ich denn nicht? Alles gut. Alles gut. Da hat sich wohl einer hart heimlich rangeschlichen. Hm. Ach, weil es schon voll ist. Okay, steh. Schon voll. Ist klar. Wir müssen den da vorne Konkurrenz machen, den Biker. Mach jetzt einen eigenen Motorradclub auf. Ja, erstmal Stress machen da vorne, sagst du, ja? Ja. Schlägerei anfangen. Nascha, wir fangen die Schlägerei an, aber die anderen müssen für uns kämpfen quasi, weißt du? Ja. Finde ich gut. Skibbidi-wap-ba-ba-ba. Schubidu-wap-ba. Ich heiße Angela. Und auch du, der Netmarua. Oh Gott, das ist hier. So wie es ist, ne? Da auf den Gleisen, da hätten wir auch Drogen schmuggeln können. Ja, natürlich. Der Wind ist kalt und rau. Okay, wir machen ein Kartell auf. Dein ist die Kartell. Ich hab noch Bestrackers. Das letzte Fass ist leer. Killer on the road. Und die Knoche, die sind schwer. Hey Luke, na, was gibt's? Hey, McCord und Garcia fragen, ob die heute Abend auch dabei sind. Gut, dass du das kennst, ne? Ja, meinetwegen. Sind wir wieder alle? Okay, dann schnell. Hallo, Joey. Das ist ja normal! Ich hab die extra nicht eingeladen eigentlich, aber ist okay. Wenn sie jetzt fragen, kann ich nicht nein sagen. Aber geht's, Mama? Vollgetankt! Runde 2! Das kann man jetzt auch gesagt. Fahr weiter! Fahr weiter! Ja. Sag mal, bitte, bitte, meine Hörer vorne. Wir haben sogar Autos jetzt hinter uns herfahren. Großartig. Oh! Wir haben. Ja, die können ruhig vorfahren, ne? Ich glaube, wir biegen hier nämlich ab. Warte. Noch nicht. Ein fast as fuck, boy! Hui! Das macht mit Motocross halt einfach so viel mehr Spaß, Leute, wirklich. Wirklich. Nee, das sind nicht nur Schrammen vom Junggesellenabschied. Den war uns auch geschlagen zwischendurch, also das ist nicht mehr nur Junggesellenabschied. Jetzt, wo die Medics schon mal da sind, könnten die mich eigentlich auch mal kurz wieder heile machen. Meine. Ja, wir fehlen wieder ein paar, oder? Ja, die Quatsch. Also, wollte ich gerade sagen, also die ja, die Motocross-Gang ist wirklich, also, tipptopp. Ich finde das eigentlich gar nicht mal verkehrt, muss ich aber auch sagen. Wir haben schon wieder wen verloren. Wie kann man die schon wieder verlieren? Oder? Da warte mal kurz, dann pack mal schnell hier auf der Seite. Sean? Wo ist Mirella? Die dann habe ich eine kleine Überraschung für euch. Bierpause bei der Oma. Oh, bei Bier. Okay. Bier. Wir haben eine Schusswaffe für mich. Oh. Sagt ja keiner, keiner hat eine Schusswaffe. Natürlich. Perfekt. Dann habt jetzt die Ehre, das Fass anzuzapfen.
Wer will sich unter das Fass legen? Und eine schöne Bierdusche. Einfach unter das Fass legen, der was eine Bierdusche will. Und einer schießt dann ein zapftes Fass an. Wer will jetzt hier eine Bierdusche? Also, genau das Fass legen am besten, ne? Gib mir Bier! Na dann, oh, zapft es. Lass das Bier laufen! Er hätte vielleicht seinen Helm vorher abnehmen sollen, aber na gut. Hat er sich da nicht eben schon den Fruchttiger vorgegeben? Ja, schöne Bierdusche. Geil. Expedition-Teilnehmer ertrinkt in eigenem Helm an Bier. Geil. Schlagzeile ist da. Ist der. Ach, ist das dieses Bierhelm? Verstehe. Ja, genau. Das ist Bier. Genau, daher kommt das. Finde ich super. Bin ich da. Mann, jetzt muss ich das Fass wieder auffüllen, das nervt. Boah, mach jetzt doch nicht so ein Fass auf, ja? Ja, also. Ich bin schon. Haben wir dann alle Fass mit zu tun? Ja, einfach. Ich weiß nicht, bist du eher Waschbär, ich oder? Ich fass es nicht. So, komm. Das ist doch nicht zu fassen! Oh mein Gott! Deck stinkt! Dann können wir mal kurz noch mal stehen bleiben, ist ein gutes Fotomotiv da vorne. Ja. Dann könnt ihr auch noch mal schnell ein paar Fotos machen, wenn ihr wollt. Oder einfach mal durchfahren oder keine Ahnung. Das ist der Spreizbeinbaum, ja? Selben genau. Gattung vorne. Ganz schön weitläufig. Na, da hinter dir, schau mal, steig mal kurz ab. Einer der ältesten Bäume hier. Hat schon viel miterlebt, der Stamm. Hör mal, hier passt ja 5 Leute gleichzeitig rein, was ist das denn? Sag ja. Wo bin ich hier gelandet? Ich hab einen reingehämmert. Ihr habt gesagt, sie ist Jungfrau. Ich schlaf heute bald. Hey Jungs, wir sind zu viert im Spreizbeinbaum. Ach, oh, ich bin ausgeleiert. Aber er hat sie gesagt, sie ist Jungfrau, na klar. Ja. Ich bin nicht so eine, sagte sie. Ja. Mio Welch, ich said, na klar, so Arbeitskollegen. Na klar. Oh Gott. Sean. Ja, sorry. Der Sandfarbene. Ich dachte eigentlich, du bringst jetzt wieder deine Black Mamba, ja, Sean. Sean. Oh Gott. Echt? Distanz. Oh ja. Gott. Nein, nein, tust du nicht? Okay. Dann darfst du mir mal niemals eine Socke schenken, ja? Ich stell meine immer in die Ecke. So, ab in den Dreck mit dir. Da, wo du hingehörst, du Hauself. Sehr gut. Wow. Das also war nee. Perfekt. Soll ich wir doch bieten bald neue oder Kurse geht? An. Nee, sag mal. Nee, wir sind ja in Palito Forest und das ist der eine der ältesten Bäume. Naja, sagen wir mal, die letzten Reste von dem. Ja, wie alt ist er denn dann? Ah, ja. Ja, 300, 400, 500, 600, 1000, zu alt für mich. Oh. Also eine Einzimmerwohnung sehe ich da drin. Perfekt, also ich reiß die Scheiße auf eine Wohnung hin oder so. Was ist so mit meinem Baumhaus? So ein schönes Baumhaus. Also, jetzt fahren wir mal eine kurze wilde Strecke. Da müsst ihr jetzt festhalten und langsam jawohl fahren. Ich sag, ihr merkt es einfach, ich fahr vor. Immer Vollgas. Schreib ich ja. Rein, Vollgas. Das, was Liam sagt, wo ist mein Quad? Genau, da liegt ja aber. Weniger. Ich habe euch nur gewarnt. Hey, Finn. Hat sich schon erledigt. Tut mir leid. Wunderschön. Okay. Ja, ich bin gerade unterwegs, deswegen kann ich leider nicht so lange reden. Ich bin gerade auf dem Motorrad unterwegs. So. Ja, dann viel Erfolg. Viel Erfolg. Ja, danke dir. Ich melde mich später nochmal, ja? Jawohl, ciao. Tschaui. Ich hab dem Pörz gar nicht Bescheid gesagt, übrigens nochmal. Nur auf dem Wochenmarkt. War angedeutet. Und haben's. Ah, gut, wir haben's, glaube ich, alle geschafft. Das war knapp, ich wäre beide auf Navi gelandet. Oh shit.
eigentlich das Börzer mal anrufen. Hoffentlich können die Spanter. Jax ist immer fast as fuck. Warst du es quasi? Habt ihr nur Zeit? Kann ich jetzt kurz das Pölzer anrufen? Jetzt entweder wir können den Berg da fahren oder wir fahren den Mount Chiliad hoch. Aua. Mount Chiliad! Mount Chiliad! Aui, sei da. Jawohl. Die Konzentration und gleichzeitig telefonieren, das wird super. Hallöchen. Hey, Howie, du sag mal, wir hatten beim Wochenmarkt drüber gesprochen. Oh Gott, Entschuldigung. Dass du vielleicht so ein Tischchen bereitstellst und ein bisschen was anbietest bei dem Geburtstag. Genau. Das wäre tatsächlich heute schon ab 21 Uhr. Ich habe vergessen, mich bei euch zu melden. Ich habe einen anderen angerufen, aber nicht euch. Falls ihr spontan Zeit habt, wäre das super. Und man müsste halt einmal klären, ob ihr auf der Rooftop-Bar von Juicy Gems Records den Tisch hinstellen könnt. Also eine Boombox geht da halt hin, Howie. Deswegen würde ich denken, dass das funktioniert, oder? Baby, what's what for? Würde ich jetzt spontan auch mal vermuten. Ja. Bei Juicy Gems oben, ja. Genau, im zweiten Stock, die Tür müsste dann theoretisch auf sein. Wenn ihr später kommt, ist auch okay. Also wenn es gar nicht geht, ist auch okay. Ja. Wir versuchen es auf jeden Fall. Ich denke mal, irgendwie kriegen wir das schon geregelt. Guti. Ich notiere mir das fix und 21 Uhr sagst du, geht's los? Ja. Ja. Genau. Ja, das ging links zum Danke, Howie. Bis später. Dann sehen wir uns. Ciao. Warte, ich hol die anderen mal. Haben wir das auch noch geklärt gekriegt? Na, die wollen gar nicht zum Mount Chiliad, die anderen. Na, Ferpi. Ferpi. Du musst beim Freecaller mitfahren. Oder bei mir. Steig sonst kurz bei mir auf. Ich glaube, Motocross geht zu zweit. Naja, Quad geht nicht zu zweit. Alleine geht's. Ey! Oh Gott. Oh, Lola, meine Herrin. Ich hoffe, dir ist nichts passiert. Oh Gott, jetzt wird schon angenehm. Alles gut, Dobby. Ich glaube, der Doc muss mal richtig durchschiften. Doc, schifte mal richtig durch! Nee, ich weiß schon, ich muss zu den Quads. Was? Du musst richtig durchschiften, dann geht das auch mit den Quads. Ja, bei mir geht's. Oh Gott! Nee, einfach. Da sind Leute abgestürzt. Handgas und drauf. Da sind Leute abgestürzt. Wie? Ja. Hallo? 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 Ah, Tate, ja, was gibt's? Sag mal, was ist denn für eine scheiße nervte Haltung? Was gibt's? Ah! Scheiße, wir sind für. Nein! Was war das Ding? Verdammt! Was war das Ding? Aua! Mein Motorrad ist jetzt. Oh nein, ich raste aus. Mein Quad ist auch. Hey, was war das denn jetzt? Was zum Teufel? Das Motorrad hat mich abgeworfen. Ihr habt gleich was. Kein Scherz. Was sind eure. Ja, darunter. Das ist kein Scherz. Das hat mich also abgeworfen einfach. Einfach gerade ohne ab. Das hat mich abgeworfen. Habt ihr gesehen, wie Nami darunter gesegelt ist? Ja, nur zur Info, das Quad. Aber sie ist. Mein Motorrad. Nein. Fuck. Nein. Wenn ich jetzt noch gegen den Baum geknallt wäre, wäre ich ohnmächtig geworden. Ich schwör's euch. Ja, ich hab einen Helm auf. Ist kein Ding. Kein Ding. Au. Au. Ich leg mich oben hin, ja? Au. Ich schaff's noch, mich hier ohnmächtig zu machen, wirklich. Mein Gott. Ich schaff das noch. Ich hab so wenig Leben, ne? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nein. Ich hänge. Nein, ich hänge.
Nein. Oh, puh. Oh. Gott sei Dank. Halt, stopp. Du hast jetzt Nami eigentlich hingeschleift. Gut, wer wollte auch auf den Mount Chiliad? Ufer. Oh. Hab ich geschafft. Alter, wo hat's Navi hingeschleift? What the fuck? Where the fuck ist Navi hin? Ist doch hier runter, oder nicht? Sie nicht? Na gut, dann fahren wir mal wieder hoch. Frage. Ah, das Motorrad ist natürlich im Top-Zustand, klar. Das ist ja gar kein Ding. Wo hat sie denn hingeschleift? Wo fahren wir hin? Also irgendwelche Leute sind auch weiter hochgefahren tatsächlich und haben das, glaube ich, alles gar nicht mitbekommen. Ich habe mein Motorrad wieder, mir geht's wirklich nicht gut. Mir geht's wirklich nicht gut. Waren wir so weit oben schon? Oder sind die alle weg? Ich bin verwirrt gerade. Weil oben waren wir gar nicht, oder? Wo hat mich das Motorrad abgeworfen? Ich glaube hier. Ja, hier auf der anderen Seite. Ich bin wirklich nicht abgestiegen. Ich habe zu keiner Zeit... Oh, fuck. Zu keiner Zeit F gedrückt, wirklich. Wirklich nicht. Das habe ich einfach abgeworfen. Und gleichzeitig ja offensichtlich auch hier... Bruckner, ne? Der ist ja auch abgestiegen. War Doc zu weit weg oder so? Von seinen eigenen Motorrädern? Dass sie dann irgendwie... Ein Abwerfen? Ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich kann es mir auch nicht erklären. Treffen wir uns im Bergdorf oder unten an der Straße? Ich weiß es nicht. Oh. Wir haben nicht ausgemacht, wenn alles schief läuft, wo wir uns wieder treffen. Das haben wir nie ausgemacht. Wo sind alle hin? Sind alle hin? Wo sind wir? Ja, ich würde halt jetzt in den ins Bergdorf fahren, oder? Fragezeichen? Ich sehe halt auch keinen Freecrawler. Ich meine, der ist schon sehr auffällig. Ich fahre ins Bergdorf zurück. Keine Ahnung. Eigentlich müssen wir ausspielen, dass wir da jetzt auch noch runtergefallen sind, ne? Wir wurden ja vom Motorrad abgeworfen, sind da ein Stückchen gerutscht und dann sind wir auch noch runtergefallen. Ach, fuck, Mann. Aber ich finde mich hier nie. Ja, wir lassen uns gleich ins MD fahren. Das schon. Aber wir lassen uns ins MD fahren, ja? Nicht ins Baycare. Das ist ein wichtiger Unterschied. Einfach die Sanchez bei der Garage einparken. Die ist bei der Scheune. Einfach zur Scheune bringen. Bei der Scheune? Ah, okay, ich bin... Nami ist doch hier! Nami ist doch gar nichts passiert, Mann. Kein Wunder, dass wir nicht gefunden haben. Das heißt, die Einzige, die sie jetzt wehgetan hat, bin ich, ja? Das ist ja wieder großartig, wirklich. Und wir spielen zumindest aus, dass wir jetzt mega am Humpeln sind und definitiv nicht mehr so gut drauf sind. Ja gut, die anderen sind glaube ich schon auf dem Mount Chiliad.
mal wieder vorgefahren. Gott. Geht's dir gut, Nami? Telefon. Oh, sorry. Bester Gruppenausflug ever, wirklich. Die anderen haben es wieder nicht gecheckt und sind einfach weitergefahren. Die sind jetzt auf dem Mount Chiliad und wundern sich um, dass keiner nachkommt. Wir wurden vom Motorrad abgeworfen, ja, sind mit dem Motorrad gerutscht. Wir haben uns wieder das Knie wehgetan. Bei Harry, das hat ein kaputtes Knie immer. Ist immer ein Knie kaputt. Und dann sind wir noch den Berg runtergefallen. Aber wir hatten den Helm auf. Wir haben nichts am Kopf, Leute. Ausnahmsweise haben wir nichts am Kopf. Ah, so, perfekter Zeitpunkt, um Tate mal zurückzurufen, was er wollte, oder? Ja, finde schon. Das war awesome! Das war eine mega gute Exkursion. Bin ich begeistert. Gerne wieder. 10 von 10. Okay, alles gut. Wenn du mir nochmal so etwas schreist, dann gibt's eine. Sorry? Was gibt's, Tate? Alles gut? Nee, was ist gar nichts ist gut. War ein bisschen so außer Puste. Was willst du? Ich wollte gleich mal fragen, ob du gut im Saft stehst. Da sind die Hühner. Bist du gut im Reiten? Hä? Was sind das für Fragen? Nein, ich kann nicht reiten. Scheiße. Ja, also, scheiße, ich muss eigentlich auch mal raus. So, Schnucki, ich hab da was gesehen. Und was denn? Bei meiner Verfolgungsjagd auf dem Motorrad. Ja. Ja, da habe ich ja gesehen, dass du gut im Sattel sitzt. Aha. Und ich hab da was gesehen im V-Net. Aha. Was denn? So ein Lanzenstechen. Auf Rollern. Hab ich schon gesehen. Ja, ich brauch Kohle. Ich glaube, da gibt's ein Preisgeld, haben die gesagt. Hä? Aber das machen wir doch alleine, Mann. Nee, da gibt's auch ein Team. Team Edition steht da. Als ob ich jetzt ein Team mit dir mache, Tate, wirklich. Scheiße. Wir können uns nicht mal leiden, Mann. Wir können uns nicht mal leiden. Du sahst ganz gut in dem Sattel aus. Ja, genau. Das heißt, ich reite und du stichst, oder was? Na klar. Ja, so machen wir das. Mhm. Also ist das beschlossene Sache. Scheiße, wie hat denn mein Name? Ich trage uns dann ein. Scheiße, fick dich, du hast dich, Lisa. Hast du gerade fick dich gesagt? Scheiße, vielleicht hab ich das. Fick dich selbst, Mann. Ich hab mich gerade so, wirklich, ich bin richtig schlecht gelaunt. Ich hab mich auch, Tate. TÜV gehabt. Wirklich, den hab ich fast zusammengekaut. Bin auch schlecht drauf, Tate. Bin gerade ein fucking Berg runtergefallen, du Penner. Hast du denn was für mich so ins Ohr geschrien, verdammt. Ja. Scheiße, ich hab dich doch noch irgendwo in meinem scheiß Suchverlauf verlaufen. Hast du einen Namen? Brauche ich da einen Namen? Ach, krieg das schon hin. Anmeldegebühr lassen, bezahlst du? Alter, Tate, mach mich wirklich nicht sauer, wirklich. Wir machen da zusammen das Preisgeld klar. Ja, klar. Ja, wenn ich das ganze, die ganze Anmeldegebühr bezahle, bekomme ich auch das ganze Preisgeld. Ist aber klar. Mach mal so. Ciao, Tate. Was essen. Ich sterbe. Gott. Ich hab noch was. Ich frag mal Dom, ob ihm das vielleicht ganz gut passt. Tate in falscher Sicherheit wiegen oder so. Ich glaube, Navi telefoniert mit Dom und Dom weiß nicht so genau, oder geht's ihm gut? Oh Gott. Ja, die hast du was von den anderen gehört? Ich glaube, die sind tatsächlich den Berg hochgefahren. Ja, die haben mal wieder nicht nach hinten geguckt, die Idioten. Der Doc ist auch nochmal in die Richtung. Bist du denn einigermaßen heile unten angekommen? Nee, mir geht's nicht gut. Ganz ehrlich. Geh doch zu den Medics rüber und lass dir erstmal sich das angucken. Besser ist. Oh je. Hi. Howdy. Du warst todesmutig, dein Motorrad. Mir geht's nicht so gut. Ja. Also das Motorrad hat mich abgeworfen, hat mich mitgeschleift und dann bin ich noch den Berg runtergefallen. Oh, ziemlich weit. Ziemlich weit. Ziemlich weit. Ich hatte immer einen Helm auf. Du hattest immer Schutzkleidung an auch, ja. Immerhin, ja. Ja. Mir geht's aber wirklich nicht gut. Überhaupt nicht. Mir geht's wirklich nicht gut. Hinter der Scheune. Okay. Da hinter der Scheune ist eine Firmengarage. Ja, also ich hatte kurz ein bisschen Angst, dass ich da liegen bleibe, wenn ihr mich nicht findet. Ich schieb dir mal hier kurz mal die Ärmel mal so ein bisschen hoch, damit ich wenigstens mir mal die Arme so ein bisschen angucken kann, ne? Ja, also der linke Ellbogen und das linke Knie tun mega weh. Ja, ich sehe schon. Ich glaube, wenn ich den Schuh hier ausziehe, dann tut mir auch der Knöchel weh, wenn ich ehrlich bin. Aber die Schuhe halt voll gut, dass ihr das seht. Ich denke, dass
dass du dir da auf jeden Fall einiges geprellt haben wirst. Es werden auch ein paar doofe blaue Flecken da sein. Mehr wie, dass ich dir jetzt zum Beispiel den Knöchel ein bisschen mit einem Stützverband stütze. Und bei Knie und Ellenbogen bringt das nichts, weil der Verband löst sich sofort wieder, wenn du das nur ganz leicht bewegst und alles. Kann ich da jetzt auch nicht machen. Vielleicht nochmal eine kühlende Salbe drauf schmieren und dann ganz gut, glaub ich. Einfach heute ein bisschen ruhiger machen, ne? Bisschen entspannter. Na klar. Vielleicht nicht mehr heute. Wo willst denn du hin? Hallo? Es gab eine Behandlung, Pierre! So. Aber diese ungeduldigen Männer. Ich mach so einen Stützverband um den Fuß. Ah, danke. Wir müssen auf den Mautschädel hoch, da liegt noch einer. Scheiße, wer liegt da? Fährst du mal bitte alleine? Okay. Ich mach hier jetzt fertig. Fahr ruhig mit, wenn da einer liegt, ist wichtiger. Mit dir. Alles gut. Ich geb dir. Ich guck dann noch mal ein bisschen drüber, ne? Und dann mal gucken. Alles gut. Der Stützverband um den Fuß ist jetzt erstmal drin. Alles gut. Fahrt bitte hoch.